Unsere Biber stehen folgende Bussen an. Und zwar haben wir hier einerseits die Einführung von einer Random-Frisur. Wir haben Verbrechen gegen guten Musikgeschmack. Und außerdem haben wir hier noch ein Vergehen im Tierschutzgesetz. Der normale Bußsatz bei der Frisur, die sie eingeführt haben, ist bei 1'000 Franken festgelegt. Wir möchten aber ganz klar hier festlegen, dass das so einen massiven Umfang angenommen hat, dass wir das erhöht haben auf 25'000 Franken für die Einfuhr von der Frisur und für das Tragen bzw. auch Anstecken der Jugendlichen. Dann weiter haben wir das Verbrechen gegen den guten Musikgeschmack, wo einfach auch wieder ganz klar im Normalfall ein Buß festgelegt ist für so ein Vergehen von 2'000 Franken. In Ihrem Fall, weil das so eine ganz hohe dann auch, Potenzierung geht mit Social Media etc., mit den Verkaufszahlen, würde ich das festlegen auf 2 Millionen Franken. Und als drittes das Vergehen im Tierschutzgesetz, wo Sie 2013 im Frühling einen Aff einfach nicht sinngemäß gehalten haben. Da kommt ein Buß dazu von 15 Franken. Das ist es.